Coach! Nein, let's leave the coaches on. Nein. Oh God, oh God, hey, hey! Just stop it! Hey! Hey, 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 stop, stop, stop! Okay, stop. Okay. Spielfeld bei einer Basis 2. Alexander Roppelt, Marcel Kohlmorgen und Lasse Ode wurden kurz vor Weihnachten für die U19 Champions Trophy in Düsseldorf nominiert. Testspiel zwischen zwei Drittligisten, Training in Österreich mit FIFA-Schiedsrichter Alexander Hakam. Wir zeigen den harten Alltag von aufstrebenden Schiedsrichtern und den langen Weg bis zur U19 Champions Trophy. Kurz vor Weihnachten erwartete man in Lübeck hohen Besuch. FIFA-Schiedsrichter Alexander Hakam aus Österreich besuchte die norddeutsche Hansestadt. Für den Förder- und Perspektivkader gab es erst einen spannenden Vortrag über Spielszenen, die Hakam selbst erlebt hat. Kurz darauf nahm unser Gast aus der Steiermark, der im FIFA-Bereich Spiele bis zur Champions-League-Qualifikation leitet, an einem Training der jungen Lübecker Schiedsrichter teil. Für alle Beteiligten wird das natürlich eine Riesenehre, aber auch pure Motivation. Ja, Alexander kannten wir schon von einem Lehrgang in Österreich. Da war Yannick Meyer zu Gast beim Verband im Mittelrhein. Und wie der Zufall es wollte, Alex bekam hier ein Länderspiel auf der Lohmühle in Lübeck gegen Dänemark. Ich glaube, das war U19 und bin ich persönlich hin, habe ihn begrüßt und kam dann ins Gespräch. Und das Gespräch wurde immer länger und aus dem Gespräch wurde dann ein netter Abend und dann hat man halt richtig Kontakt aufgenommen und die Geschichte hier aus Lübeck erzählt und so ist eine richtig gute Freundschaft entstanden. Nur zwei Tage später wurde der Spieß dann umgedreht. Hakam bereitete für Roppelt, Ode und Kohlmorgen ein individuelles Training vor. Hier begann nun endgültig die Vorbereitung auf die Champions Trophy. Ein bisschen schulterbreit, Hände ausstrecken. Fahrlässiges Foul, Verteidigung. Das war's aufgefallen. Wir hatten jetzt gelb, rot, keine Karte. Wie war dein Pfiff? Immer gleich. Immer gleich. Hast du was auf Video? Ein drauf. Kannst du anhören? Sind alle Pfiffe gleich. Keiner weiß, wenn der dir nicht zusieht, wenn der die Augen zu hat, weiß der nicht, kommt jetzt normales Foul, kommt jetzt gelb, kommt jetzt rot. Fahrlässig. Gelb. Jetzt muss was Rotes kommen. Da muss ein Unterschied rein. Schwalbe im Strafraum von der Verteidigung. Sehr gut. Es blieb aber nicht nur beim Training hier in Lübeck. Beim Weihnachtslehramt hatte Alexander Hakam noch eine faustdicke Überraschung im Ärmel. Es entstand eine richtig große Freundschaft und wir haben ihn dann eingeladen zu unserem Weihnachtslehramt. Unser Weihnachtslehramt ist ja 250 Schiedsrichtern. Drum und sehr, sehr groß ausgeschmückt und da haben wir ihn ein bisschen erzählen lassen über Österreich, über seine FIFA-Karriere und an dem Abend wurde Alexander mit Lasse und mit Marcel nominiert für die Trophy in Düsseldorf und in dem Moment stand Alexander Hakam auf und hat die Jungs eingeladen zum Training nach Österreich, um sie individuell vorzubereiten, also es war schon ein großes Kino. Schon Anfang Februar ging es für die Lübecker Reisekarawane nach Österreich. In der Steiermark wartete nun unter anderem ein Training mit den österreichischen Bundesliga-Schiedsrichtern. Wir haben da ein sehr interessantes und sehr anstrengendes Training gehabt, was allerdings auch zeitgleich sehr fordernd war. Es hat viel Spaß gemacht. Das Hauptaugenmerk lag natürlich auf der Kondition bzw. auf der Ausdauer, welche dort wirklich sehr beansprucht wurde. Zeitgleich war allerdings noch sehr wichtig, dass unsere Koordination auch nicht zu kurz kam. Ja, es war sehr interessant, wie wir das Schnellkrafttraining aufgebaut haben. Erstmal ein lockeres Warmmachen, danach ein intensives Schnellkrafttraining. Ganz explizit darauf hat Haki uns erzählt, warum genau Schnellkraft trainiert werden muss. Schnellkraft gibt dir einfach die gewisse Zeit zur Erholung. Und das ist halt wichtig für einen Schiedsrichter. Schnell von den hektischen Phasen sich erholen und auf die nächsten Situationen sich wieder bereit zu machen.
Und das haben wir explizit trainiert. Was man gemerkt hat, wir waren wohl nicht sehr trainiert in diesem Bereich. Aber trotzdem nimmt man genau das mit für sein eigenes Training, für seine eigene Vorbereitung, Schnellkrafttraining, hohe Belastung, wenig Pause. Auf uns wurde auch sehr viel Rücksicht genommen und das haben wir natürlich auch sehr zu schätzen gewusst. Und es war einfach schön zu sehen, dass man auf uns ja, geachtet hat, dass man sich so ein bisschen an uns angepasst hat. Und entsprechend hat die ganzen Übungen haben super geklappt und wir konnten davon natürlich auch ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Am nächsten Tag wartete gleich das nächste Highlight. Roppelt, Kohlmorgen und Ode durften ein Testspiel zwischen zwei österreichischen Drittligisten leiten. Coach und Beobachter Hakam ließ einen Hauch von Spitzenklasse in die Spielleitung fließen. Zum ersten Mal leiteten Ode, Kohlmorgen und Roppelt ein Spiel mit Headset. Ich würde vorschlagen, dass ihr das beim Aufwärmen gleich mittestet. Dann könnt ihr schon ein bisschen kommunizieren. Ja, es war sehr ungewohnt. Es war sehr ungewohnt, durch das eine Ohr jemanden zu hören, den man eigentlich nicht hört, von dem man auch keine Information bekommt, verbal. Darum war es sehr interessant, mal zu wissen, was die Schiedsrichterassistenten dir so mitteilen können, was auch der Spielleitung dann hilft. So wichtig ist, das hier ist der Lautsprecher. Ja. Dass der in der Nähe vom Mund ist. Wenn der nämlich nach außen gedreht ist, dann, ist schon voll. Dann hörst du schlecht, weil dann kommt das Signal nämlich nicht rein. Ja. Ihr müsst wirklich versuchen, dass das schön hier beim Mund ist. Okay. So, und wir machen das dann hier fest. Ah, okay. Okay? Ja. Spielball haben beide Mannschaften den gleichen. Das heißt, es verändert sich von dem her nichts. Also die spielen beide Halbzeit mit einem Ball. Sonst ist es bei uns hin und wieder, machen wir, dass die Bälle tauschen zur Halbzeit und sagen, eine Halbzeit mit eurem Ball, eine Halbzeit mit unserem. Okay. Und nachdem beide denselben Ausstatter haben, fällt das weg. Tauschen können sie bei uns bei einem Freundschaftsspiel so oft sie wollen. Das ist so abgesprochen. Die tauschen 5, 6, 7 Spieler, aber informieren euch natürlich schon. Meistens ist es so, dass die eine Halbzeit mit einer Mannschaft spielen, zweite Halbzeit mit einer anderen. Auf geht's. Viel Spaß auf geht's. Was hast du für einen Leitspruch? Der Jungs, ganz wichtig. Warte mal, müssen wir alle raufkriegen. Wie kann man weiter weg? Aber schon. So, alle oben. Bei uns sagt man in Österreich, Jungs, der Pöbel muss unterhalten werden, Woche für Woche, alles Walzer. Alles Walzer. Wir haben einen Spruch, alles Walzer. Nach dem Spiel folgte dann eine Analyse von Hakam, die Tipps und Tricks, aber auch Notwendigkeiten auf höchster Ebene beinhaltete. Am Anfang war jeder Pfiff gleich. Ja, war jeder Pfiff gleich lange. So wie das letzte Mal. Ich habe mir gedacht, genau wie das letzte Mal beim Training, jeder Pfiff war gleich lange. Ihr stellt was da, Jungs, ihr seid jung. Da muss es rauchen unter den Füßen. Ihr braucht nicht wie ein Tennisspieler stehen. Aber fokussiert, mehr Sidesteps. Versucht mehr Sidesteps zu arbeiten. Wenn ihr so geht rückwärts, jetzt kommt ein schneller Gegenangriff, du musst jedes Mal umdrehen. Und die Fahne zeigt immer zum Spielfeld. Die Fahne ist immer im Spielfeld. Nicht so gehen. Die Fahne ist weg. Jetzt musst du eine Entscheidung treffen, musst du jedes Mal umdrehen. Je schneller ihr seid, versucht auf den Zehenballen mehr zu sein. Mehr auf den Zehenballen. Immer Sidesteps. Sidesteps, Abseitslinie. Wo ist die Abseitslinie? Ich bin immer auf der Abseitslinie. Und ihr übergebt die Fahne vorne. Ja. Die Fahne ist immer vorne. Verteidigung geht raus. Angreifer geht runter. Verteidigt. Und ihr habt sie immer in der richtigen Hand. Sobald die Fahne hier ist, musst du jedes Mal umgreifen. Wenn du rückwärts gehst, so, bist du nicht mehr im Spiel. Versucht wirklich, das schaut auch optisch einfach anders aus. Wenn du immer fokussiert bist, Blick Richtung Spiel. Ihr habt einmal beim Anstoß alle drei geschrieben, vor dem Anstoß, wer das Tor erzielt hat. Wenn ihr alle drei schreibt, wer schaut die anderen Spieler an? Das Ganze wurde, unsere ganze Leistung wurde natürlich in einem ganz anderen Licht beleuchtet. Wir hatten ganz andere Blickwinkel in unsere Leistung halt bekommen durch Alex und der hat uns dort sehr viele Tipps mitgegeben, sehr viel auch im Profibereich, wie man das dort macht. Es war sehr viel Hilfreiches dabei, auf jeden Fall, was wir auch für uns in den kommenden Spielen mitnehmen können als Erfahrungswerte. Und ich denke mal, dass uns das weiterbringen wird und dass wir diese Erfahrung auch teilen können und hier so ein bisschen verbreiten und deswegen sind wir da für diese Tipps sehr dankbar
und auch froh, dass wir von Hakam diese genaue Analyse bekommen haben, wenn auch kritisch. Aber ich denke mal, das ist sehr gut, weil er hat es bestätigt, wir haben gute Ansätze, aber man kann immer noch mehr rausholen. Und gerade in dem Licht, wie er es beleuchtet hat, hat man schon gesehen, dass da auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial nach oben ist und wir viele Tipps und Tricks halt noch mit in die Leistung reinbringen können. Free-Kick-Management einmal. Mhm. Du wolltest den Spieler was sagen, der lief aber weg. Nimm dir die Zeit. Was war hier 20 Meter vor dem Tor für das Einsteigen? Du hast gepfiffen und hast einmal so mit der Hand runtergezeigt zu ihm. Auf gut Deutsch, lass das. Okay. Nimm dir die Zeit und hol den her. Zum einen sagst du, brauchst du was? Fahrzeug? Nee, ist okay, passt. Komm mal her, Junge, so spielen wir nicht Fußball. Das ist nicht so, wie wir Fußball spielen. Nimm dir ein bisschen Zeit. Mhm. Das Free-Kick-Management ist der Moment, wo alles auf dich schaut. Du hattest zwei Abstoßanzeigen. Ich glaube zwei. Da weiß jeder, dass Abstoß kommt. Mhm. Außer nicht hinlaufen und zeigen. Ja. Weiß jeder, kommt Abstoß, passt, ich gehe schon in meine Diagonale, geht schon dahin. Ihr hattet dort unten eine Situation, wo ich nicht gewusst habe, Abstoß oder Eckstoß. Du hast nichts gezeigt und du hast dann unheimlich spät erst gezeigt, nachdem du gesehen hast, dass er rausgelaufen ist. Da schaut alles auf dich. Mhm. Du bist der Entscheidungsträger. Für die Situation trägst du die Entscheidung. Da schaut jeder auf dich, hey, wie geht's weiter? Schiri, was kommt jetzt? Du hast 80% der Fouls perfekt erwischt. Mhm. Da war wirklich, ich dachte mir, Foul. Und dann war hier eine Szene, da habe ich gedacht, den wolltest du nicht pfeifen. Wo der Spieler umfiel, dann schrie, wolltest du zuerst nicht pfeifen, hast du dann gepfiffen. Ist kein Fehler. Aber das war das Einzige, wo du dir vielleicht unsicher warst, war das jetzt richtig oder falsch. Soll ich was zu ihm? Sag, die Pfeife verloren. Also ich habe mit der jongliert und dann... Ach so, okay. Aber sonst, du hast ein Gespür fürs Pfeifen. Das ist zwar ein Spielzeug, aber das sagt unheimlich viel über euch aus. Wie haltest du die Fahne? Wie verkaufst du dich mit der Fahne? Wie ist das Fahnenzeichen? Hat der Engagement, hat der Leidenschaft? Bringt er die Leidenschaft rein in die Fahne? Wenn ich jetzt so gehe, werden alle denken, ja, der Junge ist ja komplett am Sand. Aber wenn ich so, ich bin fokussiert, ich bin da, alle sehen, hey, der Junge ist da. Der brennt darauf, was anzeigen zu können. Ihr müsst euch verkaufen können. Das fängt jetzt an und das wird immer mehr. Die Spieler schauen euch an, der sieht, der ist voll drauf, der ist fokussiert, ihr glaubt das alle nicht. Die Spieler nehmen euch wahr von dem Moment, wo ihr das Spielfeld betritt. Wenn du am Boden runterschaust, sagt ihr, hey, der Junge hat ja gar kein Selbstvertrauen. Stellt was da, Brust raus, ihr seid jung. Da muss es rauchen unter den Füßen, Jungs, ehrlich. Versucht das, ist keine Kritik, aber versucht einfach Dinge besser zu machen, die nur Nuancen sind. Und glaubt mir, Jungs, der Unterschied zwischen einem Spitzenschiedsrichter und einem normalen Schiedsrichter sind nur Details. Alexander Hakam ist mit uns in eine Spielanalyse gegangen mit in sehr viele Kleinigkeiten. Die er angesprochen hat in unserem Stellungsspiel oder in unseren Laufwegen, auch mit der Kommunikation der Spieler. Diese Punkte, die er angesprochen hat, haben wir alle drei mitgenommen in die Champions Trophy. Denn da geht es wieder auf diesem internationalen Niveau darum, das Optimum zu erreichen, um die Spielleitung dann halt perfekt zu machen. Und wir alle drei wussten, worauf dann auf hohem Niveau geachtet wird. Und das haben wir dann probiert umzusetzen. Das haben wir uns am Abend davor auch nochmal angeguckt, die Analyse. Worauf wird geachtet, das umzusetzen im Unterbewusstsein. Und so haben wir uns dann auf die ersten zwei Spiele, in den letzten Spielen dann insbesondere nochmal darauf vorbereitet und uns probiert umzusetzen. In einem gemütlichen Café wurden die Videoszenen vom Spiel gemeinsam analysiert. Alle drei gingen mit riesigen Eindrücken und einem Berg voll Tipps nach Hause. Diese galt es nun zu verarbeiten und umzusetzen, denn bald stand die U19 Champions Trophy vor der Tür. Zum Schluss der wahnsinnigen Tour nach Österreich hatte Hakam noch einige Grußworte an die Lübecker Schiris vorbereitet. Nur wenige Wochen später erhielt Hakam erneut Besuch aus Lübeck. Diesmal reiste Max Rosenthal nach Graz. Rosenthal leitet Spiele in der Oberliga und pfeift in der B-Union-Bundesliga. Das Training mit Hakam war für ihn natürlich ein persönliches Highlight. Wieder angekommen in Lübeck ging es direkt weiter. Die in Österreich erworbenen Kenntnisse über spezielles auf Schiedsrichter abgestimmte Trainingsübungen werden nun selbst angewendet und weitergegeben. Robbelt und Kohlmorgen leiten als Mitglieder des Lehrstabs den Lübecker Förderkader.
Zusammen absolvierten die beiden mit rund 20 Teilnehmern die Übungen vom österreichischen Training. Die Tipps wurden direkt an die jungen Schiri-Talente weitergegeben. Gut, Knie lockern, nach außen erstmal. Immer gerade durch, fast bis zum Boden, leicht durchschwingen und wieder hoch. Runter. Nochmal hoch. Wieder runter. Bis zum Blauen. Und Knie hoch. Jetzt noch ein kleiner Parcours. Ihr seht da hinten drei Hütchen, das ist euer Ziel. Wir teilen uns gleich in drei Gruppen auf. Erstmal mit dem vorderen, ziehen das andere nach. Ganz normal, das auf der anderen Seite dann nochmal. Dann seid ihr dreimal durch. Jeder macht seins dreimal, richtig? Dreimal die Bahn. Danach wechseln wir. Bitte? Darunter eins dieser Quadrate. Man kann es auch ohne Hütchen machen, ganz einfach an der Mittellinie. Du hast die Mittellinie, du hast die Außenlinie. Deine beiden Assistenten steckst du auf die Linien. Als Schiedsrichter bewegst du dich in der Mitte und machst dein Aufwärmen. Die Assistenten halten sich an dich, wie wir es in der Kabine erklärt haben. Assistenten halten sich an dich, machen ihre klassischen Sidesteps. Probieren wir es einmal aus. Vorwärts, rückwärts, ja, Kopfball hoch, Sprunggelenke, Sidesteps auch, rückwärts, oh, das sieht schon sehr gut aus, achtet auf die Linie, bleibt auf der Linie, kommt mir nicht zu nah, für den einen oder anderen hier, und dann sieht das auch wirklich intensiv aus, wenn ihr das mit euren Assistenten macht, sieht das aus wie ein Team, sieht das aus, dass ihr harmoniert. Sieht das auch in der Absprache geiler aus. Auch im Aufwärmen, wenn die Mannschaften euch beobachten, Zuschauer, Beobachter, etc. Wir sollten halt versuchen, mit dem Zeitstempo so schnell wie möglich halt hin und her. Ja? Euer Tempo gibt ihr selber vor. Am besten halt immer mit dem Oberkörper zum Spielfeld. Nee, andersrum Arme am besten. Jetzt wurde es ernst. Ostersamstag, 9 Uhr. Ankunft an der Sportanlage von BV04 Düsseldorf. Bekannte Gesichter werden gegrüßt, ehe die Vorbereitung auf das erste Spiel beginnt. Die drei Lübecker leiten den Turniertag ein und legen so die Messlatte für alle anderen Gespanne und Mannschaften. Beim Aufwärmen werden Übungen aller Haarkamp vollzogen. Bis das Spiel beginnt, ist noch einige Zeit. Doch die Anspannung steigt merklich. Titelverteidiger Red Bull Salzburg spielt gegen den Gastgeber von BV04 Düsseldorf. Das muss man runter. Ist echt krass, was hier gleich abgeht auf dem Platz. Ich weiß nicht, wie es dann bei BV aussieht, aber ich denke, die passen sich an das hohe Niveau an. Und da geht es schon in den Zweikämpfen zur Sache. Und da kann man sehr großzügig sein, weil die wollen nicht viel. Erst wenn die am Boden liegen, manchmal sogar nicht dann möchten die einen Freischuss haben, weil die dann aufstehen und dann doch den Vorteil haben. Oder der zweite Mann schon wieder am Ball ist. Na, da finden wir, denke ich, eine Linie, die wir auch vorab gesprochen haben. Es ist Konzentration und Spaß, ne? Auf geht's. Und dann geht's auch schon los. Das Gespann muss noch im Kabinengang auf die Mannschaften warten. Der straffe Terminplan muss eingehalten werden. Die Spiele folgen Schlag auf Schlag und werden live auf einer der größten deutschen Plattformen für Sport im Internet gezeigt. Viele Lübecker Kollegen schauen von zu Hause aus zu. Alle da? Wollen wir? Gehen wir los. Auf geht's. Pfeife vergessen. Was? Auf geht's. Auf geht's. Mit der 8 Nico Dorzel. Mit der 9 Marco Hügel. Mit der 10 Jan Berischer. Im Spiel kommt sofort das erhöhte Tempo auf diesem Niveau zum Vorschein. Das Trio wird direkt gefordert, das Spiel kann aber ruhig gehalten werden. Weg, weg, weg! Das Besondere an der Champions Trophy ist natürlich das Feeling, das dieses Turnier umgibt. Und selbstverständlich das Teilnehmerfeld.
Ja, so neben dem spielerischen Niveau, welches natürlich weitaus über dem Durchschnitt in unserem, ich sag mal, Lübecker Alltag liegt, das Spiel ist wesentlich schneller, kommt natürlich noch dahin zu, dass die Atmosphäre auf der gesamten Anlage, ich sag mal, wesentlich professioneller ist. Dort sind viele Scouts, viele Beobachter von anderen Vereinen, die natürlich auch nach Talenten suchen. Die haben, ich sag mal, ihr Beuteschema in Anführungszeichen und schauen dann halt nach gewissen Spielern. Und dort stehen die dann halt mit Blöcken und schauen sich die Spiele an. Und die Spieler merken natürlich auch, okay, gut, hier sind gerade in Deutschland, ist ja eines der fußballträchtigsten Länder überhaupt. Hier könnte ich eine Chance wittern und deswegen stehen die Jungs natürlich auch schon unter einem gewissen Druck. Wollen was zeigen, wollen sich zeigen und wollen es halt der Fußballwelt mehr oder weniger beweisen, dass sie auch den Sprung in den höherklassigen Bereich schaffen können. Und deswegen überträgt sich diese Stimmung dann auch aufs Spielfeld und dort sind die Jungs halt schon ein bisschen motivierter, ein bisschen engagierter und vor allem gehen die da ein anderes Tempo, legen eine andere Aggressivität an den Tag. In der Halbzeit kann etwas durchgeschnauft werden, bevor es jetzt munter weitergeht. Alles sauber, weiterspielen! Weiter, weiter! Warte mal. Keeper, alles gut! Souverän wird das Spiel zu Ende gebracht. Eine klare Linie und gute Kommunikation legen die Latte für die anderen Gespanne hoch. Beobachter Michael Riedewald hat dennoch den ein oder anderen Tipp parat. Spiel, vielleicht kurz versuchen, eine Analyse von deiner Seite aus, was du meinst, wo vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt in dem Spiel war oder was gut, vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist, was dir so einfällt. Klar, also wir hatten vergleichsweise, also auch zum letzten Jahr, wenig Pfiffe in der ersten Halbzeit, das ist ja auch gefallen. Trotzdem war uns bewusst, dass wir das erste Spiel heute haben und dass es doch ein etwas besonderes Spiel ist, so einen Tag einzuleiten, eine Linie vorzugeben für alle Mannschaft fürs Turnier. Wie gesagt, hatten wir in der ersten Halbzeit dann wenig Pfiffe. Wir hatten zwei im 16er, zwei an der Mittellinie und dann hat Salzburg allgemein das Spiel gemacht, geführt das Ding. Einer der Knackpunkte der ersten Halbzeit, denke ich. Der Pfiff beim Torwart, da wo der Torwart rauskommt beim ersten Mal, wenn ja noch zwei andere Dinger, wo er rauskam, ist ja sehr lauffreudig, der Torwart, kam er raus, Kontakt mit dem Salzburger Spieler, unserer Meinung nach 50-50-Ding, taktischer Pfiff für den Torwart, waren uns einig, Marcel gab ein kurzes Zeichen auch und so haben wir den Pfiff taktisch gesetzt und den Torwart sehr befriedigt. Verzögert, der Pfiff lief ganz gut, ein Vorteil von dem 2-0, klar. Die Aktion mit dem Torwart, ja, trage ich mit, bedenke aber auch, wenn der Torwart aus dem Torraum raus ist, der genießt keinen besonderen Schutz. Nee, ja. Ja, kann man mittragen, gestaltet das Spiel auch ein bisschen offener, wenn das hier für die leicht unterlegenere Mannschaft eher wegweist. Aber grundsätzlich, der Torwart macht nichts, oder der Salzburger macht eigentlich nichts wirklich Verbotenes in der Szene. Der versucht mit zum Kopfball hochzugehen und der Torwart kommt rausgelaufen und springt rein. In der ersten Halbzeit hier vorne an der Ecke eine Mauer gestellt. Ich würde die Spieler nicht anpacken. Okay. Ist immer so ein bisschen zweischneidig. Man wird äußerst ungern von fremden Leuten angepackt. Du weißt nicht, wie so ein Spieler eventuell reagiert. Ich würde es nicht machen. Du kannst es zeigen, komm mit. Ich würde es also nicht schieben, sondern mitzerren. Das wirkt immer so ein bisschen die Problematik, wenn der sich wehrt oder das falsch versteht. Hast du nachher mehr Theater, als du eigentlich gewonnen haben wolltest, durch die Aktion, den schneller mit zurückzubringen.
Die Anmerkungen von Riedewald wurden aufgesaugt und sollten schon beim nächsten Spiel ihre Anwendung finden. Erstmal war jetzt eine Pause angesagt. Die weiteren Spiele des hochkarätigen Turniers wurden verfolgt, man hat sich etwas gestärkt. Währenddessen kam auch die japanische Hochschulauswahl an. Als Dauergast beim Turnier haben die Japaner stets eigene Kamerateams vom japanischen Fernsehen und Fans im Gepäck. Am späten Nachmittag steht jetzt die zweite Partie auf dem Programm. Die Tottenham Hotspur treffen auf Borussia Mönchengladbach. Hier erschweren sich nun die Voraussetzungen. Die Kommunikation muss überwiegend auf Englisch erfolgen und bekanntlich wird auf der Insel ein etwas anderer Fußball gespielt, als wir ihn aus Deutschland kennen. Wait, all good. What's up, man? Hey, probier das mal zu reparieren. Hey, probier das mal zu reparieren, was kaputt gemacht. Was hast du? Wo war denn? Hey, los, los. Passt so. Nehmt mal ein bisschen vorsichtiger. Ja. Kriegen wir das hin. Bereit? Nein, nein, er war als letztes dran. Komm, Schulter. Top 2 Central, keep following the play. Come on. It's George, it's George. Boy, help me get. Done. Im Spiel bekamen dann aber auch die Engländer die gehobene Zweikampfhärte zu spüren. Robbelt, Kohlmorgen und Ode fanden aber die richtige Linie, um das Spiel in normalen Bereichen zu halten. Das Match kennzeichnete sich zunehmend durch viele kleine Foulspiele. Jetzt hieß es Ruhe bewahren und auf die Spieler eingehen, aber auch klare Grenzen zu setzen. Vorbei aus, nur gegen den Mann. Done, Max. Complete, Max. Dieses Spiel ist kennzeichnend für die Spielstärke bei der Champions Trophy und für den allgemeinen Charakter des hochkarätigen Turniers. Das ist eigentlich das Turnier in Deutschland, das Nachwuchsturnier, wo viele Spieler, auch Nationalspieler, deutsche Nationalspieler hervorgehen. Wenn man Philipp Lahm sieht, du hast ja einen Schweinsteiger. Alle waren irgendwie schon mal in Düsseldorf, alle haben dort schon mal gespielt. Es ist ein internationales Jugendturnier. Über Ostern geht am grünen Donnerstag los bis Ostermontag und treffen die besten Mannschaften Deutschlands und der Welt. Unter anderem war auch Bayern München schon mal da, Real Madrid. Vor kurzer Zeit, vor 2 Jahren, da hat der Max noch gepfiffen und da geht er schon ein bisschen zur Sache. Also der Anspruch ist sehr hoch, die Schiedsrichter werden dort besonders gefordert und dementsprechend ist der Fokus bei so einer Veranstaltung natürlich relativ groß und wenn man das nur so nebenbei laufen lässt und kann sich da nicht konzentrieren oder nicht entsprechend darauf vorbereiten, dann merkt man, dass man auch völlig verkehrt ist und da nicht hingehört. Männer, konzentriert euch auf euer Spiel, ich mach meins. Hab ich. Stopp! Oh, gut. Wir spielen hier weiter. Go away. Ja. Fang doch an zu weinen, komm, hey. Spielt weiter. Number 10, stay here. Hey! Nein. Hey! Geh doch fünf weiter nach der Karte. Komm mal her. Wir machen hier weiter, ich muss das jetzt mal notieren.
Atme nochmal durch, komm runter. Bring das Ding rein, komm. Auf Hüft geht's weiter. Die Analyse wurde diesmal von Hassan Belkadi durchgeführt. Belkadi ist DFB-Beobachter und Oberstudienrat an einem Düsseldorfer Gymnasium. Richtig. Ja, ein bisschen seltsam, ne? Ja, der Torwart selber wahrscheinlich. Ja, und dann hat sich irgendwie selber reingemacht oder so, oder? Was gut war, war der Vorteil vorher. Ja? Richtig. Okay? Mhm. Ja, das ist ideal, das gibt einen Punkt Aufwertung in einer normalen Beobachtung. Ja? Mhm. Da kannst du vom Tod sicher sein, wenn das jetzt ein Spiel vor entscheidendes Ding ist. Ja? Das ist ja 1-0 gewesen. Ja? Oder ja, jetzt nicht mehr entscheidend, aber natürlich. Hast du der Mannschaft durch diesen Vorteil die Chance gegeben, das Tor zu machen? Und darum ist es ideal gewendet worden. Ja? Also ein guter Schiedsrichter unterscheidet sich vom sehr guten immer in der Vorteilsaussehen. Ja? Dann kam die erste Verwarnung. Ja? Warum hast du ihn ausgesprochen? Das war der Zehner direkt zwischen den Bänken, der wirklich mit Anlauf nur in den Mann sprang. Also ohne Chance auf den Ball und direkt zwischen den Bänken ist natürlich immer optimal, weil das ist die Bühne des Schiedsrichters, da kann man ausnutzen von beiden Bänken, die haben es perfekt gesehen und da kann man halt... Und doch völlig unnötig, ja? Ja, und der? Das ist ja keine Gefahr für, weil nicht, dass der in den Strafraum gehen kann oder wie auch immer, ne? Ja. Hast du schön ausgesprochen und der Indikator, dass das akzeptiert wurde, war es überhaupt keine Kritik, obwohl das reglementiert war, der Backbar, da hat keiner was gesagt, ja? Erstens haben sie dich als Person ernst genommen, haben sie Autorität wahrgenommen und die Entscheidung war goldrichtig. Summa summarum, du hast einen riesen Schritt gemacht. Ja? Letztes Jahr kann ich mich erinnern, als ich dich hier noch zur Sau gemacht habe. Ja. Ich glaube, ganz schlimm wie Kauschen kennt, ja, dieses Video damals. Ne? Ja? Ja. Das war diesmal ja nicht richtig. Ne? Weil du hast auch wirklich, ja, du bist von deiner Persönlichkeit gereift. Mhm. Ja? Du hast eine Ausstrahlung, das merkt man einfach, wie die Spieler mit dir umgehen. Ja, und wie die Bank. Da gab ja nichts. Ja. Auch bei Situationen, wo man hätte, man irgendwie bei der gelben Karte. Ja. Wenn du keine Ausstrahlung hast, dann versuche nichts. Ne. Aber ich habe ja alles akzeptiert. Ja, ja, die Assistenten, ne, dann eine Ding, ne, überlegst du mal, aber einmal ist kein Mal. Ne. Ja. Immer, sogar du hast gut gearbeitet, ne. Die ganzen Vorspiele in deinem Bereich gesehen, signalisiert, ihr hattet überhaupt keine Abstimmungsschwierigkeiten. Ja, alles klar? Ja. Ja. Dieses Mal hatte eine sehr nette Beobachtung. Ne? Ja. Tone, ne? Ich war ja auch. Ja. Ich war ja total zufrieden. 8-5, 8-4, 8-4. Ja. Alles klar. Nach der Analyse endete für die drei ein langer Tag bei der Champions Trophy. Es gab viel zu besprechen, viele Szenen zu analysieren, denn bereits am nächsten Tag wartete ein echter Kracher. Im Hotel wurde am Abend gemeinsam das Länderspiel zwischen Deutschland und England gezeigt. Tor! Ist er, ja! Hast du es auch? Ja, das Ding, ey. Kurzes Eck! Kurzes Eck, Torwart-Eck. Noch vor Abpfiff des Länderspiels ging es für Roppelt, Kohlmorgen und Ode ins Bett. Kraft musste getankt werden, denn am Sonntag wartete auf die drei ein Spiel, was alle Beteiligten nicht so schnell vergessen sollten. Turniertag 2. Am Vormittag bricht die Lübecker Karawane entspannt im Hotel auf. Das bundesligafreie Wochenende, Topwetter und das Turnier selbst locken wieder zahlreiche Zuschauer auf die Anlage. Nun sollte eines der denkwürdigsten Spiele folgen, die es bei diesem Turnier je gab. Für uns ein Grund, die Lupe herauszuholen und das Spiel genau zu analysieren. Ja, Yannick, schön, dass du dich wieder bereit erklärt hast, uns ein paar Einblicke in die Schiedsrichterei zu geben. Wir kommen jetzt natürlich beim zweiten Teil von den Grundlagen zu den Feinheiten bei einer Spielleitung. Ja, ich freue mich ebenfalls, dass ich nicht nur bei den Grundlagen, sondern auch jetzt bei den Feinheiten dabei sein darf, denn der erste Teil war ja schon ein Erfolg. Umso mehr freut es mich, beim zweiten Teil auch wieder dabei sein zu können. Ja, in diesem Spiel zwischen Köln und Beşiktaş Istanbul geht es natürlich für beide Mannschaften noch um was. Beide Mannschaften haben noch Chancen, weiterzukommen und das Halbfinale zu erreichen. Und auch in den ersten Minuten gab es natürlich schon viele Foulspiele.
Was ist da vielleicht auch wichtig, um eine Spielleitung nachher in die richtige Richtung zu lenken? Neben der Ausgangssituation, die ja noch viel Spannung birgt, gibt es natürlich noch weitere Komponenten, die das Spiel für Alex wirklich spannend machen. Zum einen hat er ein hohes Tempo im Vergleich zum ersten Teil von Spielverderber an der Basis. Sieht man hier jetzt schon in den ersten Minuten, wie schnell der Ball durch die Reihen läuft. Und zum anderen muss er mit zwei Sprachen kommunizieren, Deutsch auf der einen Seite und auf Englisch mit Beşiktaş Istanbul. Von daher ist er auch da gefordert. Hey, hey! Away, away, just away, all good. Inwiefern birgt denn eine fremde Sprache vielleicht auch die Gefahr, dass das Gesagte beim Adressaten falsch rüberkommt? Nein, nein, stopp! Hey! Hey, no, no, stop, stop it! Ja, die Sprache ist das eine. Zum anderen kommt auch noch die Mimik und Gestik hinzu. Da gibt es mit Sicherheit in anderen Kulturen gewisse Gestiken, die vielleicht falsch aufgenommen werden könnten, die man eigentlich gar nicht ausdrücken wollte. Deswegen ist es das Einfachste und das Beste, mit einfachen Worten auf Englisch und so wenig Gestik wie möglich mit den Spielern zu kommunizieren. Ja, nach den ersten rassigen Minuten kommen wir jetzt zu einer Szene, die eigentlich total harmlos ist, aber jetzt zur Szene des Spiels wird. Ja, wir sehen hier, wie der Spieler mit der Nummer 18 von Beşiktaş Istanbul seinen Gegenspieler aus dem Nichts brutal mit dem Ball abwirft und das ist eine Tätlichkeit. Ja, jetzt sehen wir, wie Alex halt genau dieses Problem der englischen Sprache hat. Es sprechen ihn 5 verschiedene Spieler von Beşiktaş Istanbul auf Türkisch voll und er weiß nicht so ganz, was er auf Englisch antworten soll, macht dann aber intuitiv alles richtig und bleibt einfach ruhig stehen und lässt die Szene geschehen. Hey, hey, hey! Away, away! Ey, kein geht zurück, keiner was! Okay? Ist okay! Das, was denn vorher intuitiv richtig geschehen ist, resultiert dann aber darin, dass er quasi die Rudelbildung ein wenig verschläft und relativ spät ankommt. Danach ergreift er aber wieder die Initiative und sagt genau die richtigen Worte, nämlich holt sich seine Sicherheit in der deutschen Sprache wieder, indem er zu den Kölnern sagt, dass sie weggehen sollen und löst damit die Szene auf. Vorbildlich ist natürlich auch das Verhalten beider Assistenten in der Szene, denn Lasse rückt ein paar Meter rein, sodass die Spieler in der Rudelbildung auch sehen, okay, da sind noch 2 weitere Augen, die aufmerksam sind. Und Marcel auf der anderen Seite ergreift sofort die Eigeninitiative und schickt die Nummer 18 von Beşiktaş aus dem Innenraum, sodass Alex auch diese Situation abhaken kann und sich da nicht noch mit einbringen muss. Und wie beeinflusst so eine schnelle rote Karte jetzt das restliche Spiel? Ja, das Spiel ist ab dem Moment natürlich auf den Kopf gestellt. Alex muss jetzt natürlich sehen, dass er das Spiel an der kleinsten Leine wie möglich hält. Just stop it, play football, just play football! Männer, hört auf, foul, Punkt aus! Wir machen gar nichts! Adonte, what is this? What is this? Foul! What is this? Warte nur, what is this? Mach senken, schmeiß mal. Nein, nein, spannt euch, sehr gut. Das ist gut. Ja. You give a red card? Go back, please, away. Wir stellen alles auf 5, ja? But this is not hey, jetzt komm with me! Hey! Jetzt komm with me! Hey, hey, hey! Haut ab! Ey, geht wieder bitte weg! Hey, let's go now! Was war los? Einfach nur fallen lassen? Gut, passt. Pass weiter auf jetzt. Pass auf jetzt. So, jetzt mach einfach weiter. Okay, we'll this is that. Let's please go away. Okay. Yeah, yeah, I will do this. I will do this. Komm, Männer. Komm, mach die glücklich. Mach die mal glücklich. Mach die mal glücklich. Komm. Okay. Geht alles mit 5 weiter, ja? Alles mit 5 weiter. Machen wir alles. Geht auf 5 weiter, ja? 1, 2, 3, 4. Come with me, please. Come with me. 9, 10. 10 yards. And here. And please, just play football. Okay? Very good. Ja, wir hatten jetzt also in dem Spiel innerhalb von 10 Minuten 2 Rudelbildung, eine rote Karte und jede Menge Unsportlichkeiten von beiden Mannschaften. Ja, und zu einem Überfluss fällt jetzt auch noch das Tor für den ersten FC Köln. Das heißt, es läuft so ziemlich alles gegen Beşiktaş Istanbul. Nochmal kurz zusammengefasst auf die Rudelbildung von eben. Es ist genau das eingetreten, wie befürchtet. Der 1. FC Köln versucht natürlich jetzt alles aus dieser Emotion heraus an Unsportlichkeiten mit aufzunehmen und Beşiktaş Istanbul macht auch weiterhin immer wieder kleine Provokationen. Das heißt, es ist halt wirklich schwer, weil beide Mannschaften sich nichts nehmen
Und da die Waage zu finden, ist der extrem schwere Punkt in diesem rassigen Spiel bisher. Oh Gott, hey, hey! Just stop it! Hey! Hey, 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 stop, 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 okay, stop, okay, okay, stop, hey, just go away. Geh bitte einfach weg. Listen to me, listen to me now. Hey. Okay, okay. I will. No, I just want to say something to you. Okay, what is the problem? I just want to say something to you. Shut up with this unfair play, okay? And I will play this. Ja, wir haben hier halt immer wieder kleine Foulspiele, die eigentlich harmlos sind, und danach dann pure Emotionen, die sich dann in Provokationen ausladen, die eigentlich total unnötig sind. Ja, und hier sind wir jetzt auch an dem Punkt angelangt, wo Alex selbst auch erkennt, das gibt einfach nicht mehr die Möglichkeit, mit den Spielern zu reden. Es kommt nicht mehr an bei den Spielern und sie wollen einfach offenbar die disziplinarischen Strafen dann als Konsequenzen. Ja, und wir sehen auch hier, dass in diesem Spiel auch von außen Emotionen reingetragen werden und Marcel hier als Assistent 1 jetzt auch eingreifen muss und das erste Mal einen Trainer ermahnt. Ja, es ist auch gut, dass er ihm die Arbeit abnimmt in dem Punkt, weil nur so kann ein Team funktionieren. Er hält ihm außen den Rücken frei. Und das ist allgemein ein Phänomen, was wir im Jugendbereich leider Gottes viel zu häufig haben, dass die Trainer im Endeffekt die Emotionen von außen noch weiter anheizen und auch reinbringen erst und das Ganze ist dann aufs Spiel überschwappt. Da würde man sich aus Schiedsrichtersicht einfach auch mal wünschen, dass da ein gegenseitiges Miteinander deutlich mehr hervorgehoben wird als diese Emotionen von außen. Und hier folgt jetzt eigentlich das erste Foulspiel, das auch beim Spiel, das an der normalen Leine ist, ein Foulspiel wäre. Und trotzdem folgt jetzt sofort wieder eine Provokation. Das ist er! Nein, nein, machen wir hier weiter. Away, please, away, please. Schick das, please away, please away, please. Ja, der Spieler mit der Nummer 7 provoziert sich mehr und mehr den Blickpunkt, würde ich sagen. Bei dem Foul, was wir vorher hatten, woraus das 1-0 für den 1. FC Köln resultierte, wollte er unbedingt, dass der Ball 5 Meter weiter hinten ist. Das klappte dann im Endeffekt nur, weil der 1. FC Köln besonnen reagiert hat. Hier stellt er sich wieder vor den Ball, also hat aus meiner Sicht jetzt schon Glück, dass er da ohne den gelben Karton davonkommt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der 1. FC Köln halt clever genug ist, da auch nicht drauf anzuspringen. Bei dem ersten Foul legen sie den Ball dann halt 3 Meter weiter nach hinten. Hier reagiert er ruhig und besonnen und schießt ihn nicht an, wie man es auch kennt. Von daher Glück gehabt, aber er hätte auf jeden Fall auch schon gelb bekommen können in dem Spiel bisher. No, no, no. Hey, hey! Keep calm! Hey, beim ersten Mal nicht, aber das hier, okay? Er hat ja nichts gefordert. Ihr steht da, perfekt. Verhaltet euch weiterhin so, komm. Ja, und jetzt sensationeller Treffer natürlich von der Nummer 7. Hast du gerade ja noch angesprochen. Und ja, was macht Marcel jetzt hier? Jetzt raus. Welche? Es muss jetzt nicht sein. Muss doch, jetzt doch. Nicht ja, sein. Ja, nein, reicht, wir wollen, dass wir zu Ende springen. Schiedsrichter. Ja, Schiedsrichter. Coach, Coach. Nein, let's leave the coaches nein, so. Nein, nein, doch. Der Schiedsrichter, bitte. Warum? Warum? Ja, die Antwort hat er gerade selber im Prinzip schon gegeben. Offenbar reicht es ihm jetzt, was die Coachingzone von Beşiktaş Istanbul angeht, und der Trainer hat jetzt den Innenraum zu verlassen. Man sieht, dass in der Coachingzone aber auch ein deutschsprachiger Mannschaftsverantwortlicher ist, der noch versucht, Alex zu beeinflussen, aber er lässt sich davon nicht beeinflussen und macht für alle deutlich, dass der Trainer den Innenraum zu verlassen hat, was der jetzt aber nicht tut. Und Alex hat genau das Richtige gemacht, er ist da gleich wieder weggelaufen, weil es hätte eh nichts gebracht, wenn er da stehen geblieben wäre. Er hätte sich auf jegliche Diskussion eingelassen und so ist er am weitesten von der Szene weg und lässt jegliche Kritik abprallen und wartet einfach, bis der Trainer dann letztendlich den Innenraum verlassen hat. Da kommt dann mit Sicherheit auch wieder die Kommunikation in der fremden Sprache hinzu. Zwar nicht mit dem deutschen Mannschaftsverantwortlichen, aber natürlich mit dem Trainer selbst. Ja, auf jeden Fall. Also in dem Moment ist es einfach das Beste zu sagen, okay, sie gehen jetzt raus aus dem Innenraum und dann hat sich die Sache auch erledigt.
Die einzige Gefahr ist natürlich, wenn man auch vielleicht jüngere Assistenten mit hat, dass man den Assistenten da nicht im Regen stehen lässt. Marcel ist da schon erfahren genug, dass er da selbst mit umgehen konnte, aber den Assistenten da allein stehen zu lassen, ist vielleicht nicht immer die beste Lösung, aber in dem Fall war es, um weitere Diskussionen zu entfliehen, mit Sicherheit das Beste. Weiter, weiter, weiter! Just the ball again! Come on! Wir haben jetzt ja also nach 20 Minuten quasi zwei Platzverweise für Beşiktaş Istanbul, durch den Platzverweis einmal den Trainerverweis und keine persönliche Strafe auf der Seite von dem 1. FC Köln. Inwiefern interessiert einen das? Ja, man versucht schon irgendwie die Waage zu halten. Klar gibt es mal Spiele, wo man 7-1 gelbe Karten hat, aber im Grunde versucht man einigermaßen ausgleichend die Karten zu verteilen. Nur 44. I will watch you. Marcel haben wir jetzt ja schon oft in Aktion gesehen, sowohl stimmlich als auch bildlich. Lasse hingegen nicht. Ruht er sich da jetzt aus? Ja, auch wenn er nicht oft bisher in Erscheinung getreten ist, aber hat er mit Sicherheit auch eine sehr wichtige Aufgabe, denn das Spielgeschehen war jetzt nicht oft auf seiner Seite, aber er nimmt natürlich alles wahr, was Alex und Marcel vielleicht nicht wahrnehmen oder was sie einfach ausblenden. Also er weiß genau, welche Spieler sind wie oft in Erscheinung getreten und wir sind jetzt mittlerweile schon in der zweiten Halbzeit. Das heißt, das sind genau die Infos, die Alex in der Halbzeit braucht. Klares Ding, keine andere Frage. Ja, in der Szene muss man dann wohl oder übel von der ersten Fehlentscheidung von Alex und seinem Team in diesem Spiel reden, denn sowohl Alex hat das Foul mit dem Pfiff geahndet, aber auch Marcel hat es offen angezeigt, das heißt gemeinsam die Entscheidung getroffen. Dadurch, dass der Mitspieler von Beşiktaş frei einschussbereit danach gewesen wäre, muss man hier mit Sicherheit auf Vorteil entscheiden und nicht auf den direkten Freistoß. Die persönliche Strafe ist nichtsdestotrotz richtig, auch hier gut in Anführungsstrichen für Alex, dass er jetzt so ein bisschen die Waage in die Disziplinarkontrolle reinbringen konnte, denn das erste Foul von Köln ist auch gleich verwarnungswürdig, von daher sind wir da jetzt auch auf einem guten Weg. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich hier für Beşiktaş der Eindruck hängen, dass sie mal wieder benachteiligt wurden aus ihrer Sicht, was in dem Fall aber auch leider stimmt, denn der Vorteil wäre hier richtiger gewesen. Lass sie. Ich finde es aber auffällig, dass in der zweiten Halbzeit die Spieler von Beşiktaş Istanbul viel weniger reklamieren und provozieren. Ja, an dem Punkt gebe ich dir vollkommen recht. Also wenn man die Szene vorhin mit der ersten gelben Karte für Beşiktaş, jetzt mit der Szene eben vergleicht, deutlich weniger Reklamation, deutlich weniger Emotion. Ich weiß nicht, ob sich die Halbzeit da wirklich ausgezahlt hat, aber es ist auffällig weniger. Hier eine gute Chance für Beşiktaş. Und auch hier sehen wir, der Spieler mit der Nummer 4 klatscht mit dem Kölner Torwart ab, gratuliert ihm zur Parade, könnte man meinen. Also es ist ein deutlich fairer Umgang als in der ersten Halbzeit. Keine Behinderung! Ja, Beşiktaş dreht in Unterzahl jetzt das Spiel und auch das ist natürlich für die gesamten Emotionen auf dem Feld nur förderlich, zumindest auf Seiten von Beşiktaş. Aus diesen Aggressionen der ersten Halbzeit, wo man in Unterzahl gespielt hat und dann auch noch das 1-0 kassiert, sind jetzt mittlerweile Glücksgefühle geworden, die den gesamten Emotionen auf dem Spielfeld nur gut tun, denn die Spieler von Beşiktaş Istanbul sind jetzt ruhiger, man sieht, sie haben weniger reklamiert. Also nicht nur die Halbzeit, die ich eben angesprochen habe, sondern jetzt auch der Spielstand und der Spielverlauf tragen dazu bei, dass das Spiel jetzt zumindest emotionstechnisch leicht abflacht. Nichtsdestotrotz muss Alex aufpassen, weil jede einzelne Szene, wir haben es ja in der ersten Halbzeit gesehen, kann jetzt wieder dazu führen, dass man eine Rudelbildung hat. Das heißt, nur weil er jetzt das Spiel gedreht hat, heißt es nicht, dass jetzt auch er das Ganze wieder an einer längeren Leine laufen lassen kann, sondern er muss jetzt weiterhin wachsam sein und jede Szene genau unter die Lupe nehmen, damit nicht weitere Rudelbildungen entstehen. Come on, play on!
Tür. Hey, Kim, komm! Hey, hey, hey! Hey, 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 no! Hey, no, I will see. Oh, gut! Du hast es gerade schon angesprochen, die Konzentration muss jetzt hochgehalten werden und jetzt haben wir schon wieder die nächste Rudelbildung. Wie ist es dazu gekommen? Ja, im Endeffekt nur durch eine Kleinigkeit. Also es ist jetzt keine riesige Fehlentscheidung von Alex gewesen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, zum Zeitpunkt des Foulspiels hatte er auf die Szene mit Sicherheit nicht die beste Sicht, sodass er dieses in den Rücken springen mit rausgestreckten Armen nicht sehen konnte. In dem Moment kann man vielleicht noch hoffen, dass der Assistent da eine Seiteneinsicht hat, die das Ganze irgendwie auflösen lässt, aber auch da kam offenbar kein Input. Ja, und dann haben wir nun mal die Szene, dass Beşiktaş sich erneut vernachlässigt fühlt und jetzt auch im Strafraum die zweite Entscheidung, die so ein bisschen gegen sie ausfällt, obwohl sie vielleicht richtiger gewesen wäre zu ahnden. Ja, und dann geht es halt eben fix, dann können einmal wieder die Emotionen hochkommen. Köln ist jetzt natürlich mittlerweile auch gewillt, dass das Spiel schnell weitergeht. Die möchten auch nicht unbedingt lange warten, weil sie das 2-2 noch erzielen wollen. Ja, und dann steht Alex natürlich zwischen den Stühlen. Kümmere ich mich um den verletzten Spieler, kümmere ich mich um die Rudelbildung. Im Großen und Ganzen hat er die Szene abschließend noch gut gelöst. Ja, und wir sehen jetzt, dass der Trainer vom 1. FC Köln anscheinend unzufrieden ist. Ist das in Ordnung, dass man einfach so den Assistenten anfasst oder auch ja, dauernd auf den Schiedsrichter eingeht? Er nutzt das ziemlich clever. Er nutzt eine Auswechslung, da ist es nun mal in Ordnung, dass er sich mit zur Mittellinie bewegt, aber er nutzt die Auswechslung halt eben nicht nur für den Auswechselvorgang, sondern auch um den Assistenten noch mal ein bisschen zu beeinflussen. Was man bei Alex auf jeden Fall schön erkennen kann, ist, dass er eine klare Zeichengebung hat. Er begleitet viele Entscheidungen auch mit seiner Stimme und macht da auch noch mal klar, dass er die richtige Entscheidung wahrgenommen hat. Und hier in dem Fall sehen wir jetzt beispielsweise, wie wichtig das Stellungsspiel ist. Hier hat Alex ein deutlich besseres Stellungsspiel, eine sehr gute Seiteneinsicht auf die Szene und kann dann die richtige Entscheidung treffen. Und mit so einer Entscheidung steht und fällt das Spiel natürlich auch, weil das wäre jetzt der Strafschuss fürs 2-2 eventuell gewesen und der wäre schlichtweg falsch gewesen. Aber Alex stand halt sicher, hat klar und deutlich auch sowohl gestikulierend als auch mit seiner Stimme klargemacht, dass das kein Foul war und das lässt keinen Zweifel an der Entscheidung in dem Moment. Jetzt am Ende des Spiels spielt natürlich der Faktor Zeitspiel auch eine Rolle. Wann muss man verwarnen und wann ist es eher nicht angebracht, hier eine Verwarnung auszusprechen? Ja, für den Schiedsrichter ist der Faktor Zeitspiel mit Sicherheit so ein Thema, was sehr schwierig ist. Also wir sehen jetzt auch hier die Nummer 7, lässt sich ziemlich viel Zeit. Wir hatten sie ja vorhin schon mal thematisiert. Alex gibt ihr auch mit auf dem Weg, dass man halt jetzt sich irgendwie so ein bisschen beeilen sollte. Let's fall. Yellow card. 3. Yellow card. Yellow card. 3. 2. 1. Und dann hat er letztlich die gelbe Karte auch gut vorbereitet. Er hat nochmal einen Countdown runtergezählt, also er hat ihm jede Brücke gebaut und am Ende hat er sie nicht angenommen. Ansonsten ist es immer schwer, wenn der Torwart beispielsweise sich viel Zeit lässt, dann macht es Sinn, wenn der Ball im Aus ist, mal kurz in der Nähe zu bleiben, ihm ein paar Takte zu erzählen. Okay? Können wir nicht 10 Minuten lassen? Das ist 10 Minuten. Come on! Liegen lassen, Abfahrt, Abfahrt! Ja, aber nicht auf den Rauf! Come on, Bayo! And let's go, let's go, let's go! Köln weg, Köln weg! Gut! Ball liegt! Beşiktaş! Ja, wir sehen hier jetzt wieder Marcel mit der Fahne oben an der Mittellinie stehen. Er hat ja in dem Spiel fast mehr Trainerverweise angezeigt als Abseits. Ja, aber man hat ja auch gesehen, der Trainer hat halt lautstark reklamiert und war wahrscheinlich auch kein unbeschriebenes Blatt mehr. Und auch hier soll jetzt der Innenraumverweis folgen. Wie bitte? Wer? Lass den Trainer bestehen. Welchen? Ich habe das gesagt, dass wir nicht zum Ringkampf hier sind. Der reißt meinen Spieler um, Herr Schiedsrichter. Ich habe Sie eben nur mal ganz in Ruhe gebeten, die Gesundheit beider Mannschaften zu schützen. Wunderbar. Was hier abläuft, finde ich nicht. Sie haben doch wunderbar. Und jetzt darf ich? Sie verlassen bitte die Coachingzone mit sofortiger Rettung. Und danach reden wir in Ruhe.
Was im Gegensatz zum ersten Innenraumverweis mit Sicherheit in dem Moment zu kritisieren ist, ist, dass Alex sich erstmal auch den Vortrag vom Trainer anhört. Also er gibt ihm Raum, was zu sagen. Das ist auch in Ordnung. Einfach nur weglaufen wirkt vielleicht arrogant. Aber jetzt im expliziten Vergleich mit dem ersten Innenraumverweis hat er halt beim Beşiktaş Istanbul den keinen Raum für irgendwelche Rechtfertigungen oder sowas gegeben, sondern einfach gesagt, raus und ist wieder umgekehrt. Und bei Köln gibt er halt dem Trainer noch die Chance zu reden. Und das moniert halt auch die Beşiktaş Bank. Und sie moniert es auch nicht ganz zu Unrecht, weil es halt eine Ungleichbehandlung in dem Moment ist. Ja, das Gespann hat jetzt hier nach dem Spiel noch sehr lange mit dem Trainer vom 1. FC Köln gesprochen, der ja auch aus der Coaching-Zone verwiesen wurde. Wie siehst du das allgemein? Sollte man nach so einem Spiel noch mit dem Trainer reden, egal in welcher Tonlage dieses Gespräch stattfindet, oder sollte man sofort weg in die Kabine? Also man sollte mit Sicherheit mit dem Trainer reden, nur der Ort ist halt entscheidend. Also ich würde immer einen anderen Ort als das Spielfeld wählen, weil wir sehen, es sind auch ein paar Zuschauer im Stadion, die haben alle den Innenraumverweis mitbekommen. Es ist mit Sicherheit besser zu sagen zum Trainer, komm, pass auf, gib uns eine halbe Stunde Zeit, wir müssen auch erstmal nach dem Spiel irgendwie unsere eigene Leistung analysieren und dann können wir uns gerne im Innenraumbereich da im Stadion nochmal unterhalten, aber nicht auf dem Feld, so. Wenn der Trainer erstmal zu Wort gekommen ist, dann sagt man da aber auch nicht, komm, ich möchte nicht mit Ihnen reden oder sowas, weil das wirkt arrogant. Von daher ist es im Großen und Ganzen jetzt in Ordnung, mit ihm zu reden, weil er einfach das Wort halt gesucht hat. Ja, und der Trainer redet hier ja auch in einem normalen und ruhigen Ton, sieht seinen Fehler ein und das ist ja auch eigentlich eine Sache, die wir uns als Schiedsrichter auch wünschen. Ja, Yannick, es hat mir wieder viel Spaß gemacht, mit dir hier zu kommentieren. Vielen Dank nochmal für die abschließende Analyse. Ja, auch mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Es war ja auch ein sehr intensives Spiel, deutlich mehr zu kommentieren als letztes Mal, aber das macht die Sache ja umso spannender und auch dieses Mal gebe ich wieder zurück ins Funkhaus. Die Analyse nach diesem Spiel wurde erneut von Hassan Belkadi durchgeführt. Der Ausgangssituation, Beşiktaş muss gewinnen, Köln muss gewinnen und so waren die beiden Mannschaften auch gestimmt und dann ist die Einstiegskarte eine rote Karte, direkt vor der großen Tribüne. Nach einem Foulspiel für Beşiktaş nahm der 18er den Ball in die Hand und warf ihn nach einem Kölner. Wo vergehen? Feldverweis auf Dauer. Das war unsere Einstiegskarte und nach dieser 8 Minuten war dann so gut wie alles vorbei. Wir haben unser Spiel komplett umgestellt, weil der Spielcharakter nichts anderes zugelassen hat. Und ab da folgte dann auch Pärchenbildung, mehrere Pärchenbildungen zwischen Weiß und Schwarz. Strafraumsituationen wurden immer hektischer, erst recht bei Standards, weil die Kölner wussten, dass Beşiktaş stark ist. Was fandest du besonders gut? Besonders gut im Spiel? Ich denke, dass wir zu dritt alles im Blick hatten, was wir sehen konnten, weil das war wichtig in dem Spiel, uns durfte wirklich nichts am besten durch die Lappen gehen. Erst recht in den Pulkbildungen im 16er bei Standards. Das ist uns gut gelungen. Und dann natürlich die zwei Rudelbildungen, die wir gelöst haben. Ja, du hast schon sehr viel angesprochen. Ne? Du hast eine gute Selbstreflexion gestartet. Ja, das Spiel dümpelte ja in den ersten Minuten so vor sich hin. Ne? Dann kam in der 8. Minute diese Aussetzer. Die Spieler sind mit der Nummer 18. Warf ein Spieler mit dem Ball an. Ne? Völlig in Ordnung. Hast du den Feldverweis auch ausgesprochen. Soweit vom Spieler. Du warst hellwach in der Situation, hast es mitbekommen. Darauf resultierte eine Rudelbildung. Ja, das ist hier auch so, sagen wir, bei dieser Mannschaftskonstellation liegt das in der Natur der Sache hier auch. Ne? Das habt ihr gut gemacht. Ja. So, dann kurz Zeit später wieder eine zweite Rudelbildung im Strafraum, habt ihr auch gut gemacht. Ja? Dann fiel das 1-0. Kurze Zeit später hast du den Spieler mit der Nummer 14 verwarnt, in Kritik. Ja. Völlig in Ordnung. Ja, den hättest du sogar früher verwarnt können. Okay. Ja, denn die ganze Zeit und der wollte nicht und hast du doch im Endeffekt korrekt gemacht. Und dann in der 20. Minute hatten wir eine kritische Situation. Da hast du aber Glück gehabt. Ja?
Da war ein Foulspiel. Das hast du einfach durchlaufen lassen. Ja? Mhm. Gegen Istanbul. Kurz Zeit später kam glücklicherweise noch ein Foulspiel. Und danach resultierte das 1:1. Da musst du schon früher pfeifen. Ja? Da kannst du nicht mehr großzügig sein. Weil das war ein Foulspiel und du sagst, weiter. Bei so einer Spielkonstellation, ja, hast du Kleinigkeiten wegfallen. Mhm. Ja, weil das Spiel war ab der 5. Minute schwer zu leiten. Mhm. Ja, da kannst du jetzt nicht sagen, ach, das war jetzt nur eine Kleinigkeit. Ja, hier musst du das Spiel klein entscheiden. Mhm. Das hast du nicht gemacht. Ja, dann irgendwann flog der Trainer aus dem Innenraum. War meines Erachtens in Ordnung. Ja, weil war ja richtig was los. Dann hatten wir diesen Vorteil in der 29. Minute, habe ich hier stehen. Der Spieler wird klar gefoult, das ist ja in Ordnung. Ja? Dann kommt die Fahne von dir und du pfeifst und ein anderer Spieler kommt in der Zwischenzeit und hat freien Lauf zum Tor. Ja? Mhm. Das ist also eine hundertprozentige Torschance gewesen. Ja? Leute, das sah nicht gut aus. Ja? Da müsst ihr einfach, ich habe gestern gesagt, der gute und sehr gute Schiedsrichter, der zeichnet sich in so einer Situation aus. Umsicht. Ja? Schaut doch nochmal. Ja? Du fixierst dich auf das Foulspiel, das willst du da pfeifen. Ja? Aber was passiert sonst? Ja? Und dass ein Spieler da wirklich den Ball und frei aus, dass die nicht durchgedreht sind, war ein Wunder. Ja? So, nach dem Spiel hattest du dich noch mit dem Trainer unterhalten. Richtig. Warum? Also der hat seinen Co-Trainer erstmal weggenommen, weil der etwas direkter war. Und danach kam der Trainer zu uns, hat sich erstmal entschuldigt, seinen Fehler erklärt und dann halt kurz erklärt, warum er diese Kritik in der Situation gegeben hat. Versuch so schnell wie möglich da wegzukommen. Ja? Mhm. Von der Mitte. Der kann ja später nochmal kommen, der Trainer. Es geht jetzt darum, dass ihr eure Ruhe danach habt. War ein hitziges Spiel. Ja? Packt deine Jungs zusammen, ich gebe keinen Kommentar mehr. Oder okay, Entschuldigung, angenommen, weiter weg. Ja? So, summa summarum. Ja? Ich will das jetzt auch nicht schlecht reden, das Spiel, das war wirklich sehr gut. Ja? Mhm. Du kennst mich aber als kritischen Beobachter. Ja, natürlich. Ne? Ja? Ich war sehr zufrieden, weil es wirklich ein schwer zu leitendes Spiel war und jeder von uns hätte da Probleme bekommen. Auch der Boris. Ja? Weil war nach der roten Karte problematisch. Ja? Man versuchte dir die Schuld zu geben, was völlig vermessen ist. Und du hast schon sehr früh gemerkt, nach dieser roten Karte, jetzt musst du konzentriert sein. Du hattest eine sehr starke, mutige Persönlichkeit. Dafür gibt es eine Aufwertung. Mhm. Ja? Du hast die Ruhe bewahrt. Ja? War nicht einfach, ne? Bei zwei Trainerverweisen noch dazu. Ne? Und der Mob dahinter. Das war auch kurz vorm Eskalieren. Ne? Ja? Nein. Hast du richtig gemacht. Du kriegst eine Aufwertung für die Disziplinarstrafen. Das war's alles. Ja? Es ist nämlich auch dir zu verdanken, dass das Spiel nicht ausartete. Ja? Du hast, und natürlich der Spielstand. Ja? Ja. Aber du hast die rote Karte gezeigt, kurze Zeit später eine Verwarnung, damit hast du Grenzlinien gezeigt. Dann später gab es ja kaum mehr, ja? Persönliche Strafen. Ja? Hier hast du eine optimale Grenzziehung gemacht. Ja? Dann dein Lauf- und Stellungsspiel war super. Mhm. Ja, hatte ich ja von gestern auch schon angemerkt. Ne? Ja, du warst immer in Spielnähe, du hast die Spieler nicht gehindert. Ja? Du warst immer vor Ort, vor allem bei den Rudelbildungen, bei den kritischen Situationen. Das ist auch wichtig, dass man Präsenz zeigt. Und dann rückwärtslaufen war optimal. Ja? Also, summa summarum, in der Beobachtung, offiziell hätte ich den 8,8. Ja? Also wir sind bei 8,8 schon mal. Ja? Mhm. Mit den ganzen Aufwertungen. Aber ja. Ja? Ich muss hier leider 0,2 abziehen. Okay. Ja? So dass du am Ende auf eine 8,6 kommst. Ja? Du hast nämlich, dein Vorteilsspiel ist verbesserungswürdig. Ja. Und die Assistenten waren top, ne? Du kriegst eine Aufwertung. Ja? Okay. Und bei dir gehe ich dann von 8,6 aus. Ja? Ziehe dann aber 0,2 wieder ab, bin dann bei 8,8.
4. Ja? Bei dir war es auch schwer, bei dir gehe ich dann bei 8,6. Und das bleibt auch bei dir. Ja? Okay? Alles klar, damit habe ich das alles irgendwie doch verarztet. Ja? Okay? Also, nochmal 8,6, 8,4, 8,6. Die Frage, die uns jetzt noch beschäftigt, ist natürlich, wie fühlt man sich nach so einem Spiel? Ja, zunächst ist man erstmal froh, dass es in gewisser Weise zu Ende ist. Dann fehlen einem natürlich erstmal die Worte. Wir sind dann erstmal in die Kabine gegangen, nachdem sich die Situation auf dem Platz etwas beruhigt hatte. Wir dann in der Kabine saßen und dann dauert das natürlich seine Zeit. Wir mussten das Ganze erstmal Revue passieren lassen und um das Ganze, ich sag mal, nüchtern zu betrachten, braucht man halt schon eine gewisse Zeit, um sich das Ganze selber zu reflektieren. Und ein bisschen ausgelaugt, aber im Endeffekt dann doch stolz und froh, Teil dieser Partie gewesen zu sein. Denn ich denke mal, das war schon einer der geschichtsträchtigsten Partien in diesem Turnier, auf jeden Fall dieses Jahr. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und es war eine super Erfahrung. Und wir können aus diesem Spiel eigentlich nur Positives nehmen. Und von daher war im Endeffekt die Erleichterung oder der Stolz, die Freude über dieses Spiel viel größer als den Ärger, den wir mitunter in der Partie hatten. Am Ende also doch ein positiver Ausgang des Spiels. Gab es jetzt auch noch ein Spiel am Finaltag? Das entschied die Kommission um Ansetzer Gerd Brockelmann. Ihr sitzt auf der Stange hier, warum? Nee. Ja, also nach dem Spiel eben auf gleicher Höhe. Finde ich schon toll. Wir oder wie das auch immer so uns so zusammenhängt, wir sind dann natürlich auch. Wir haben uns entschlossen, natürlich morgen vor das erste Halbfinalspiel zu geben. Das wäre das zweite geworden, aber das leider vielleicht Türkgücü Rate, Türkgücü dran und dann wollen wir nicht wieder machen. Also nehmt das erste, das wird irgendwas mit Red Bull sein und der Gegner wird noch ausgespielt. Perfekt, vielen Dank. Viel Erfolg schon für euch. Ja, habt ihr gut gemacht. Zusammenarbeit in erster Linie, Tom. Danke sehr. Ja? Das hat es auch. Bis dann. Tschüss. Es ist geschafft. Die Leistung der vorherigen drei Spiele war anscheinend so ansprechend, dass man nun zu den drei Gespannen gehört, die die Finalspiele leiten dürfen. Früh am Ostermontag reiste das Gespann an die Sportanlage. Eine letzte Platzbegehung, eine letzte Absprache, eine letzte Vorbereitung bei der U19 Champions Trophy. Man wollte noch einmal alles geben und die Partie sowie die tolle Atmosphäre genießen. Jetzt nochmal. Im Halbfinale traf nun Red Bull Salzburg auf Tottenham Hotspur. Beide Teams waren dem Gespann bereits vom ersten Turniertag bekannt. Es war ein ganz anderes Spiel als am Tag zuvor zwischen Köln und Beşiktaş Istanbul. Beide Mannschaften konzentrierten sich, zum Glück aller, diesmal aufs Fußballspielen. Schließlich wollten beide Mannschaften das Finale erreichen. Tottenham goes away. Go away. Just keep the distance. Keep the distance, please. Good. Good. Stop. Durch den Armeinsatz, ja. Aufpassen mit dem Arm. Und die Höhe, alle Mann. Wunderbar. Und die halten. Oh gut, alles gut. Ja, habe ich gesehen. Ich packe mir gleich hin. Ich warte nur, vielleicht kommt ihr noch in Angriff, weißt du? Ihr habt doch schnell außen. Wir machen im Fünfer weiter, ja? Das ist dangerous. No!
Julian, komm on! In der Halbzeit wurde wie immer das bisherige Spiel analysiert. Die stets exzellente Verpflegung der Düsseldorfer Kollegen blieb natürlich auch nicht aus. Weiter so fahren, ne? Was war im Strafraum? Kein Strafschuss. Der rutscht voll weg, das war das Problem. Und in den Keeper, genau. So habe ich das auch gesehen. Weil der Keeper lag schon. Echt, das kann sein, dass der Pistole echt irgendwann raus. Und die Damen! Es ist zu viel. Es ist zu viel mit den Es ist zu viel. Ihr stützt mich immer auf. Hey, hey, hey. That's my job. That's my job, okay? Nur der Ball. Ball. Jack, go through it. Jack, go through it. Hey, listen. Hey, hey. That's my job. That's my job. What's your job? Hör auf mit dem Scheiß, ich hab's hier einmal gesagt, zweimal, beim nächsten Mal gibt's die Karte und dann ist vorbei, okay? Das wollt ihr auch nicht. Das braucht ihr wirklich nicht. Ja? Well done, well done. Very nice job. Jungs, danke sehr. Danke sehr. Vielen Dank. Alles. Sehr gut war, dass es gespannt die Tipps der Vortage umsetzen konnte und die Spielleitung somit top war. Red Bull zog ins Finale ein, Roppelt, Kohlmorgen und Ode gingen mit erhobenem Haupt stolz in die Kabine. Hier wartete eine letzte Analyse mit KSO Boris Hoffmann. Ja, das Spiel, glaube ich, hat mal ein bisschen Spaß gebracht. Ja. Gegenüber gestern ja, relativ ruhig. Zwei, drei knifflige Situationen. Eine Situation im Strafraum mit dem Torwart, Strafschuss ja nein. Never, ne? Wie habt ihr das gesehen? Also ich habe ja eigentlich die beste Sicht drauf, weil er läuft ja mit dem Ball zu mir, legt den Ball am Keeper vorbei. Ja. Keeper grätscht, ja. Er rutscht aus, rutscht in den Keeper, beide treffen sich in den Knien. Ja, genau so. Vorspiel auf der anderen Seite, irgendwie so Mitte zweite Halbzeit. Aus taktischer Sicht vielleicht besser gewesen zu folgen. Mhm. Ich denke mal, schöner Turnierabschluss. Ja. Mehr ging nicht. Alles rausgeholt, was machbar war. Und ja, ich glaube, wir können alle ganz zufrieden sein. Ja, auf jeden Fall. Das hat Spaß gemacht. Gut, alles Walzer. Ja. Die neu gewonnenen Erfahrungen für die Lübecker sind riesig. Doch wie nutzen eigentlich die Schiedsrichter aus Düsseldorf die Champions Trophy? Wir haben nachgefragt. Ja, nicht nur für uns Lübecker ist das Turnier hier mit erhöhten Anforderungen verbunden, sondern auch für euch Düsseldorfer Schiedsrichter. Worauf kommt es hier bei dem Turnier auf Schiedsrichter an? Na Christian, du hast ja völlig zu Recht gesagt, dass so ein Turnier nicht vergleichbar ist mit Meisterschaftsspielen oder den Ansprüchen, die wir hier normalerweise an Schiedsrichter stellen. Da muss man ganz besonders intensiv sich drauf einstellen, insbesondere auf das internationale Niveau. Das heißt, die Schiedsrichter müssen eine Balance finden zwischen nicht zu viel, nicht zu wenig pfeifen, sich auf die Mannschaften einstellen, auf die unterschiedlichen Charaktere auch der Teams, die hier teilnehmen. Und da schulen wir aber auch ganz gezielt, bevor das Turnier beginnt, unsere Leute, die wir im Einsatz haben, um eben zu verhindern, dass Situationen auftreten, die bei solchen internationalen Events immer passieren können. Man kann nicht alles abdecken, aber ich denke mal, wir haben uns, so wie ihr euch sicher auch aus Lübeck, gut eingestellt, gut vorbereitet und bisher da auch alles gut über die Bühne bekommen. Wie nutzt ihr als Schiedsrichterverantwortliche in Düsseldorf dieses Turnier? Wir beobachten alle Spiele. Das heißt also, wir ziehen da für die Jungs, die im Einsatz sind oder gegebenenfalls auch Mädels, den größtmöglichen Nutzen, indem wir eben auch Beobachtungen durchführen, danach die Spiele besprechen, analysieren und Verbesserungen herbeiführen können, hoffentlich für unsere Nachwuchsleute, aber auch für die Gestandenen, sodass es auch für uns, für den Kreisschiedsrichterausschuss immer eine Gelegenheit ist, für alle noch mehr rauszuholen, als das bei einem normalen Meisterschaftsspiel oder so drin ist. Ja, die U19 Champions Trophy ist ja nicht nur für uns Lübecker Schiedsrichter, sondern auch für die Düsseldorfer Schiedsrichter immer ein Highlight und sicherlich spielerisch natürlich auch
mit hohen Ansprüchen verbunden. Wie muss man als Schiedsrichter damit umgehen und wie kann man dieses Turnier auch nutzen? Umgehen muss man damit in erster Linie, dass man sich über längere Zeitraum wirklich nur bemüht, qualifiziert hier pfeifen und im Einsatz kommen zu dürfen. Das ist für jeden Düsseldorfer Schiedsrichter in erster Linie eine Auszeichnung. Viele versuchen es, nicht alle schaffen es. Und wer es einmal schafft, hier zu pfeifen, weiß den Wert dieser Veranstaltung auch zu schätzen. Ich denke auch, der Schiedsrichterausschuss kann wahnsinnig viel aus dem Turnier ziehen, weil die Veranstaltung in der Regel immer genutzt wird, um ein Coaching durchzuführen, die Schiedsrichter unter diesen extrem schwierigen Situationen teilweise zu beobachten und anschließend Spiele zu analysieren und den Schiedsrichterkameraden eigentlich viel mit auf den weiteren Weg zu geben. Das zweite Halbfinale leitete der Düsseldorfer Michael Menden. Menden ist seit April 2008 Schiedsrichter und eines der größten Talente im Kreis Düsseldorf. Das erste Seniorenspiel wurde bereits in der Saison 2010-2011 geleitet. Nach zahlreichen Aufstiegen pfeift Menden inzwischen in der Oberliga. Am Ende der 5 Monate berichten Marcel Kohlmorgen, Alexander Roppelt und Lasse Ode von einer unvergesslichen Zeit. Ja, von Beginn an, von der Nominierung bis dann zum letzten Spiel, waren wir 3 Jahre ständig unterwegs. Weihnachtslehramt, Österreich, dann zum Schluss halt unser Finale, das Halbfinale bei der Champions Trophy. Da ist man schon in den 5 Monaten zusammengewachsen als Team auch. Ja, rückblickend muss ich sagen, von der Nominierung bis zum letzten Spiel in Düsseldorf hat aus meiner Sicht sehr vieles geklappt. Es war unvergesslich, ich werde diese Zeit niemals vergessen. Das war wirklich eine Erfahrung, die uns keiner mehr nehmen kann. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Das sollte man auf jeden Fall ganz tief in Erinnerung behalten, weil das wirklich auch ziemlich selten und außergewöhnlich ist. Und das war wirklich interessant, weil wir uns als Ziel gesetzt haben, im letzten Spiel das Spiel einfach nur zu genießen und eine optimale Leistung zu bringen. Optimal ist immer schwierig, wir haben unser Bestes gegeben. Aber in der Halbzeit von dem letzten Spiel sagte ich den Jungs einfach nur, genießt diese letzten Minuten, denn so schnell kommen wir leider nicht wieder. Beeindruckt hat mich auch der Support, den wir gerade aus Lübeck bekommen haben. Wir hatten sehr viel Unterstützung, auch vor Ort in Düsseldorf beispielsweise und wurden auch sehr, sehr gepusht von unseren Kollegen. So schön zu sehen, dass wir überall unterstützt worden sind. Mit der Entwicklung seiner Schützlinge ist vor allem einer sehr zufrieden. Ja, die 3 habe ich nun stetig mitbegleitet, also speziell Alex, da bin ich fast jedes Mal mit dabei gewesen. Ich sehe, wie er sich ständig weiterentwickelt, wie er den Fokus von Spiel zu Spiel legt. Ist auch manchmal ein Dämpfer mit dabei, es sind nicht immer nur Spiele, wo man mit der Zunge schnallt, es sind auch mal Spiele dabei, wo es nicht so gut läuft, aber daraus lernt er und ist in seinem jungen Alter wirklich schon sehr, sehr weit und kann seinen bestimmten Fokus auf Dinge setzen, ein Spiel beruhigen, ein Spiel leiten. Da erkennt man, das kann nicht jeder. Und er hat schon relativ weit gebracht und ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch viel, viel weiter bringen wird. Marcel sowieso. Marcel hat auf vieles verzichtet, hat in den letzten Jahren viele junge Schiedsrichter begleitet in die Schleswig-Holstein-Liga, ist dort nie mitgegangen. Ist dann immer ein Stück zurück in die Verbandsliga, um den nächsten Jüngeren hochzubringen. Und jetzt bei Alex hat man gesagt, du, ich schaue mal, wie das wird. Und ist mit ihm wieder aufgestiegen. Das ist praktisch der dritte Aufstieg für ihn in die Oberliga, in die Schleswig-Holstein-Liga. Einer der besten Assistenten in Lübeck. Und ja, über Lasse braucht man nicht viel sagen. 17 aufgestiegen in den Hauptkader Verbandsliga. Auch relativ weit gebracht, hat sehr, sehr viel gelernt in Düsseldorf, sehr, sehr bodenständig geblieben dabei und ja, wenn man die 3 so verfolgt, es bringt halt richtig Spaß, ihnen zuzuschauen und da weiß man auch, wofür man das Ganze ehrenamtlich macht, denn das ist unsere Motivation hier an der Basis. Alexander Roppelt pfeift inzwischen Spiele in der Oberliga und assistiert in der Regionalliga. Marcel Kohlmorgen leitet Spiele in der zweithöchsten Landesklasse und ist zudem erster Lehrwart im Kreisfußballverband Lübeck. Lasse Ode ist mit nur 18 Jahren in die zweithöchste Landesklasse aufgestiegen und assistiert in der kommenden Saison in der Junioren-Bundesliga.